Ich habe hier eine schöne Gleichung, Cosinus von x gleich 0,7 und ich suche die Lösungen, also welches x erfüllt mir das? Ich soll die Lösungen im Bogenmaß angeben zwischen minus 2pi und 2pi, ich könnte auch bis unendlich laufen. Und zum Überlegen könnte ich den Einheitskreis verwenden, ich soll aber den Graphen machen und zuerst den Graphen skizzieren und das soll schnell gehen. Ich fange jetzt an mit dem, der Cosinus ist so eine Schlange. Ja? Und dann habe ich hier so das x. Das y und hier ist 2pi, hier ist er durch, hier ist 2pi und es soll ja bis minus 2pi auch gehen, also machen wir jetzt hier so weiter. Und so schnell, wie ich das zeichne, so schnell sollt ihr in Prüfungen das auch machen. Ja, und jetzt hier noch 1 und also da oben ist 1, hier ist minus 2pi, dann ist hier logischerweise pi und hier ist minus Pi und hier ist Pi und 2Pi und der Cosinus ist fertig. So, und der Cosinus soll 0,7 sein. Dann machen wir ein bisschen größer, schauen uns das genauer an. Also wenn der 0,7 ist, ja, Cosinus von x gleich 0,7, mal ein bisschen was Dünneres. So, die 0, hier ist ja 1, ja, die 0,7, das ist so ein Balken, der geht hier so durch. Ja. Y gleich 0,7. An welchen Stellen ist der Cosinus 0,7? Und grafisch sehe ich ja schon Lösungen. Ja? Also ich habe jetzt hier eine Lösung, hier eine Lösung, hier eine Lösung. Ich sehe vier Lösungen. Eine Gleichung mit vier Lösungen. Die erste Lösung gibt der Taschenrechner. So, der. In den Taschenrechner. Da schaue ich, dass der auf Rad geschaltet ist, weil ich ein Bogenmaß bin. Und dann tippe ich ein Cosinus hoch minus 1 von 0,7. So, und was liefert der jetzt? Der liefert 0,8, genau. Ist ungefähr 0,8. Ich habe jetzt hier so diese ganzen Pis, das muss ich nicht machen, aber ich könnte es jetzt auch in Pi darstellen. Ja? So Nebenrechnung 0,8 dividiert durch Pi. Und dann komme ich ungefähr auf 0,25, ja, 0, also ungefähr ein Viertel, also alles gerundet. Und dann könnte ich schreiben, also es ist ungefähr 0,25 Pi. Aber ja, wichtig ist, das ist dieser Knopf, den habe ich gefunden, ja, weil hier ist ja Pi halbe, also ungefähr bei 1,5 und hier ist dann 0,8. x1 ist ungefähr 0,8. Gut, hier, da. Oder machen wir es, ja, hier, das ist 0,8. Gut, wie finde ich jetzt? Ein bisschen mehr Platz haben, wenn wir so. Jetzt überlegen, überlegen macht Spaß. Wenn das 0,8 ist, so, x2. Also der Balken ist 0,8, ne? Und der ist dann 0,7. Und wie komme ich dahin? Es ist symmetrisch. Das heißt, das ist hier auch 0,8. Und damit ist x2 gleich 2pi minus 0,8. Immer ungefähr gleich. Ist alles gerundet. Ja, hier nicht dahin, dahin, dahin. Das ist hier 0,8. Und hier, das ist symmetrisch. Wenn ich hier 0,8 nach rechts gehe, um eine Lösung zu haben, muss ich hier 0,8 nach links gehen. Also x3 ist minus 0,8, also ungefähr gleich. Und hier ist wieder symmetrisch. Also alles ein wunderbar. Hier muss ich nach rechts laufen. Von minus 2pi nach rechts laufen. Also x4 ist minus 2pi plus 0,8. Jetzt könnte ich noch alles eintippen und runden und so weiter. Aber wichtig ist, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Lösungen, jeweils die Zahl. Also ich habe mit dem Taschenrechner eine Lösung gefunden und habe mir die Zeichnung angeschaut und finde dann sämtliche weiteren Lösungen.